Hallo zusammen, ich bin jetzt hier in Salztraumen. Ich hoffe, wie immer, ich spreche es überhaupt richtig aus. Und hier gibt es den größten Gezeitenstrom, den man so sehen kann. Und den wollte ich mir heute gerne mit euch zusammen anschauen. Hier ist das Ganze auch mal eben beschrieben, glaube ich, Salztraumen. Herzlich willkommen im Naturgebiet Salztraumen, das durch staatliche Mittel gesichert ist. Die Abgrenzung ist auf dem Lageplan angegeben. Der Salzstraumen, der größte Mahlstrom der Welt, liegt 32 Kilometer vom Zentrum von Bödo entfernt. Fast 400 Millionen Kubikmeter Wasser zwingen sich im Laufe von 6 Stunden durch die 3 Kilometer lange und 150 Meter breite Meerenge zwischen dem Skjærstad und dem Saltenfjord. So groß ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Der Strom erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Knoten. Die Strudel in diesem natürlichen Whirlpool haben einen Durchmesser von bis zu 10 Metern. Viermal am Tag, etwa alle 6 Stunden, ändert der Strom dem Naturgesetz der Gezeiten folgend seine Richtung und liegt dann eine kurze Zeit still da, bevor die Wassermassen mit voller Kraft in die andere Richtung strömen. Eine Gezeitentabelle ist in der Touristeninformation im Hotel und auf dem Campingplatz erhältlich. Das Wasser führt auch Nahrung für große Fischschwärme mit sich und diese locken Meeresvögel in eifrige Angler an. Der Salzstraum ist nicht jeden Tag zu jeder Tageszeit gleich stark. Hier spielen die Mondphasen, Tag- und Nachtgleiche und Sonnenwende, Wind und Luftdruck eine Rolle. Sehenswert ist er aber auf jeden Fall. So steht's hier beschrieben. Und dort sieht man schon mal einen Teil davon. Aber um es richtig gut zu sehen, werde ich jetzt da runterradeln und mal ein Stück da am Fluss entlang. Natürlich am Gezeitenstrom entlang und nicht am Fluss, wie ich es gerade gesagt habe. Ach, ist das schön, mal wieder auf dem Fahrrad zu sitzen nach über einer Woche. Achtet bitte auch auf den Hintergrund hier. Das ist der Wahnsinn mit den Bergen. Aber da zeige ich vielleicht gleich nochmal was zu. Jetzt geht es ja erstmal um den Gezeitenstrom. Ich hatte ja schon Bedenken, dass ich das Fahrrad umsonst mitgenommen habe. Aber das lohnt sich hier auf jeden Fall. Wunderschön ist das. Ah, und hier sieht man das aber. Hallo, mein lieber Schwan. Ist da eine Geschwindigkeit drinne? Wow. Ja, das ist mal beeindruckend. Muss mal eben das Fahrrad abstellen. Und dann kann ich auch hier drauf gehen und euch das mal so eben längs zeigen hier. Das ist ja unglaublich. Ist das schön. Das heißt natürlich auch, dass ich gleich, also so circa in 6 Stunden, nochmal hier hin muss, um zu sehen, wie es auch wieder in die andere Richtung fließt. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich finde, hier sieht man die Geschwindigkeit am besten, wie das Ganze jetzt so rausgesogen wird. Jetzt mal hier einen Schwenk, wo ich schon mal ein Stück weiter gegangen bin. Schön zu erkennen, diese Strudel. Und auch die Farbe ist doch ein Traum, oder?
Ja, so sieht's aus hier. Hier sind auch überall so kleine, schöne Holzbänke. Da werde ich mich jetzt mal hier in die Sonne setzen und das Ganze genießen. Es ist echt unglaublich. Ich weiß nicht, ob man das nachher sieht, aber wie schnell das Wasser ist. Diese Strudel, da ist eine Kraft hinter. Echt beeindruckend. Schaut mal hier. Ich radel ja jetzt noch ein bisschen weiter, auch gleich wieder zu diesem Gezeitenstrom, zur anderen Hälfte da. Aber das ist doch auch ein toller Anblick hier, oder? Hier ein kleines Stück weiter, der Gezeitenstrom sehr gut zu erkennen. Und hier löst sich das Ganze dann so ein bisschen, was die Geschwindigkeit angeht. Ich befinde mich jetzt hier übrigens wieder auf diesem norwegischen Küstenwanderweg, den ich ja letztes Jahr auch schon mal irgendwo so etappenweise hatte. Und der meist auch mit dem Rad ganz nett ist. Nicht immer, muss man auch sagen, aber meistens. So, jetzt nochmal ein Schwenk Richtung Top-Panorama, finde ich. Die Brücke hat es auch in sich, da werde ich nachher auch noch rüberradeln. Aber weswegen ich ja hier bin, ist der Gezeitenstrom und den sieht man hier wunderschön. Bin gespannt, wie es gleich in die andere Richtung aussieht. Hier oben am Salzstraumen-Hotel angekommen. Erwartet einen dann eine holde Schönheit mit einer Muschel als Riesenschale. Schöne Skulptur. Und auch ein schönes kleines Hotel. Wenn man hier so hochkommt. Ich bin gerade schon ein bisschen außer Atem. Ungewohnt steil. Und jetzt schaue ich mir dieses Denkmal noch an. Also mit den norwegischen Flaggen, die wehen ja hier überall. Also Nationalstolz wird echt sehr groß geschrieben. Ach, schaut euch mal diese Sitzecke hier an. So vor dem Hotel hier. Und ganz besonders diese hier neben dem Hotel. Ist ja wunderschön. Ja, hier steht geschrieben, reist ad Bodo Landsson, Landsoggen. Afsloret, 26. Juni 1874. Da haben sie ihm wohl ein Denkmal gesetzt. Und von dem Denkmal aus hier oben auch wieder eine herrliche Rundumsicht. Um Bodø und auch, ups, ausgerutscht, Richtung Bodø. Auch schön, mal ein Defender, der nicht nur für den Kindergartenfahrt genutzt wird. Sogar mit deutschem Kennzeichen. Artgerechte Haltung nenne ich das ja immer gerne. Ja, und jetzt geht's mal auf die Brücke. Hui, Fliege in der Nase geflogen, das gibt's ja nicht. Unverschämt. Ah, da sitzt eine Möwe auf der Lampe. Ich hoffe mal, die führt nichts Böses im Schilde. Die Flecken auf dem Boden sagen was anderes. Und so sieht das Ganze von oben der Brücke aus.
noch einmal direkt über diesen wirbeln, weil ich die farblich so schön finde. So, jetzt geht es mal in die andere Richtung, von der Brücke weg, Richtung Fjord hier. Weil wenn man schon da ist, muss man sich das natürlich auch komplett anschauen. Alleine schon wegen diesem Hintergrund. Also ich bin so begeistert von den Bergen da, ne? Echt toll. Oh, da kommt wieder einer mit seinem Motorboot. Das ist ein Spaß, wenn die da durchfahren. Ich versuche mal, ob ich da eben noch hinkomme. Der ist so schnell mit seinem Boot, das schaffe ich nicht darüber. Aber ich versuche das Ganze mal so ein bisschen einzufangen, wenn er da in diesen Strom fährt. Das habe ich vorhin nur mal ein Foto von der anderen Seite gemacht. Das sah echt interessant aus. Naja. Weil die dann so auf diesem Gezeitenturm schweben. Dadurch, dass man die Gezeiten hier deutlicher hat, ist natürlich auch das Ufer immer so ein Stück dann ohne Wasser, wo die ganzen Vögel sich natürlich freuen und sich ihr Futter daraus picken. Ansonsten zieht der Weg sich hier schön so mal über Holz, mal über Schotter, sehr naturnah. Von hier erkennt man auch mal diese Dimension der Brücke ganz gut, finde ich. Das hier, gar nicht weit weg von diesem Gezeitenstrom, zeigt uns niemand in seinen Videos und das ist auch wunderschön hier. Oder sehe das nur ich so? Wer weiß. Und hier dieser kleine Hafenbereich mit dem Steg. Vielleicht nicht der gepflegteste, aber hat auch... So, nun bin ich wieder zurück an dem Gezeitenstrom. Und wie man gut erkennen kann, fließt er jetzt entgegengesetzt. Ist schon echt beeindruckend. Ich hoffe, man erkennt auch gut was, weil es blendet hier gerade alles so. Es ist schon fast unangenehm. So, jetzt bin ich wieder unten am Wasser und gehe hier mal so mit euch entlang. Es ist wunderschön, beeindruckend, sogar ein bisschen beängstigend irgendwie. Weil mit der Kraft, die da herrscht, wenn man da mal reinstürzen sollte, hat man selbst als geübter Schwimmer, glaube ich, keine Chance. Was nicht heißen soll, dass ich davon ausgehe, hier passiert was. Aber ich finde es unheimlich beeindruckend. Man sieht auch in der Ferne da hinten die Strudel. Ich denke mal, so sieht man sie. Es gibt immer wieder Leute, denen es nicht interessiert, ob man da selber gerade was macht oder nicht. Ach ja, was wäre die Welt ohne unhöfliche Menschen? Schön, aber mir hat mal jemand gesagt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Auch das war so ein egoistischer Mensch. So, noch mal ein kleines Stück weiter. Jetzt erkennt man auch da vorne schön die Strömungen. Wie das Ganze hier wieder reinströmt. Ja, ich hoffe, ihr fandet es auch so faszinierend, wie ich es immer noch finde. Und das war's mit dem Video. Ich denke, es wird euch auch gefallen haben. War jetzt nicht nur der Gezeitenfluss hier, aber
Auch so das Drumherum war ja so ein bisschen nur, aber war doch auch ganz nett. Ne? In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Markus.